my knowledge. Okay. You see, Etude and the Parthian sport for me is my knowledge. Yeah. Sabah Khair. Anna Dr. Almani. Anna Schuhfada. With him. What is the age? It's 4 years old. 1 year old. 1 year old. Yes. Prognosis? Die Prognose ist very bad. 80% die Mortality 80%. Die Prognose ist sehr schlecht. 80% sterben. Alles ist inzwischen verseucht durch den Uranstaub, der mit dem Wind übertragen wird. Die Luft, der Boden, das Essen, alles ist kontaminiert. Thank you. Das Kind hat eine Hautkrankheit und Fischaugen und Fischmund. Es wird sterben. Das sind alles schlechte Prognosen hier. Die Kinder leben alle nicht mehr lange. Und es fehlt eben an Therapie hier. Furchtbare Situation. Das bedrückt mich alles so, wenn ich das sehe. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Professor Siegwart Horst Günther auf dem Weg in den Irak. Begleitet wird der 79-Jährige von Ted Wayman, dem Vizedirektor des Medizinischen Uranforschungsinstituts in Toronto, Kanada. Warum ich nochmal in Irak fahre, hat drei Gründe. Erstens mal bin ich Arzt. Zweitens war ich über 40 Jahre in diesen Regionen tätig. Und drittens habe ich hier Geschosse gefunden, die uranhaltig sind und habe hier schwere Krankheitsbilder gefunden. Und jetzt fahre ich hin, um zu sehen, ob sich diese Krankheitsbilder nach dem neuen Golfkrieg erneuert haben. Ich bin hierher gekommen, weil ich von Menschen, die der Bombardierung ausgesetzt waren, Urinproben sammeln will. Ich möchte aber auch Boden- und Wasserproben nehmen und vielleicht auch Lungengewebe, um mögliche Verseuchung durch Uranmunition festzustellen. Hier haben wir nun einen Panzer gefunden, der mit depleted Uranium Munition abgeschossen worden ist. Und zwar Einschläge hier am Turm und hier an der Seite. Und wenn wir das messen, dann liegt die Radioaktivität bei diesem Gerät weit im roten Bereich. Bei diesem Einschuss wird im Innern des Panzers eine Temperatur von 1000 Grad Celsius freigesetzt. Die Soldaten verglühen. Es wird Uranoxid freigesetzt und die Umwelt dadurch verseucht. Ted Wayman und der irakische Arzt Dr. Scheikli vermuten, dass das Gelände kontaminiert ist und wollen hier Sand- und Bodenproben nehmen. Wir brauchen etwa ein halbes Gramm für eine gute Laboranalyse.
Als wir vor zwei Tagen hier waren, haben Kinder Altmetall geholt. Und dieser Staub war 10, 15 Zentimeter dick und überall, wo Laster fuhren, stieg er in Staubwolken in die Luft. Und mein Geigerzählerwert hat sich verdreifacht und vervierfacht, seit wir das Gelände betreten haben. Seitdem Sie hier arbeiten, haben Sie da etwas an sich bemerkt? Ja, ich fühle etwas in meiner Brust. Ich kann nicht richtig tief atmen. Ich habe Beklemmungen. Aber Krankheiten, die von außen sichtbar sind, habe ich nicht. Es gibt aber Leute, die betroffen sind. Man weiß ja auch nicht, was hier alles an Giften heruntergekommen ist. Der Boden ist verseucht, das ist natürlich gefährlich. Und an sich selbst, haben Sie da etwas bemerkt? Dieser Staub hier geht in die Atemwege und ist gefährlich. Ich selbst habe keine schlimmen Krankheiten, aber ich kenne einen Jungen, der hier arbeitet, der kam vor drei Tagen zu mir und sagte, ich kann nicht mehr richtig atmen. Und er zitterte die ganze Zeit dabei. Die Amerikaner dort drüben sprengen ständig irgendetwas und wir kämpfen hier ums Überleben. Dabei weiß jeder, dass der Irak ein reiches Land ist und viel Öl hat. Aber jetzt sind wir so weit, dass wir das Öl verbrennen müssen. Hör zu, was ich zu sagen habe. Der Irak hat sein Öl und seinen Reichtum immer gegen seine eigenen Kinder eingesetzt. Wir sahen sie explodieren. Es hatte etwas Surreales. Es war wie Zeitlupe. Obwohl sie getroffen waren, gab es 2-3 Sekunden Verzögerung und dann löste sich das Ganze in Luft auf. Die Geschosse drangen in die Panzer ein wie ein Messer durch Butter. In 9 von 10 Fällen wird der Turm weggesprengt. Denn wenn ein Urangeschoss trifft, erzeugt es eine ungeheure Hitze. Und Millionen von winzigen Uranteilchen fliegen durch die Luft. Und das tötet jeden. Darum sind die Geschosse so gut und töten jeden im Panzer. Und weil das in einem geschlossenen Raum passiert, sprengt es den Turm weg und jeder da drin verbrennt. Urangeschosse enthalten sogenanntes abgereichertes Uran, englisch depleted uranium, kurz DU, ein Abfallprodukt der Atomindustrie. Der Atommüll ist radioaktiv, muss in speziellen Behältern gelagert und bewacht werden und das kostet Geld. Abgereichertes Uran entsteht, wenn man Kernbrennstoffe herstellen will, dann muss man aus dem natürlichen Uran, das in dieser Form dafür nicht verwendet werden kann, angereichertes Uran herstellen. Und das geschieht im Prinzip wie in einer Zentrifuge, in einer Molkerei. Dort wird die normale Milch, die natürliche Milch, in die Zentrifuge gebracht. Und auf der einen Seite entsteht der Rahm, aus dem man die Butter machen kann, und auf der anderen Seite die Magermilch. Analog geschieht etwas mit dem Uran. Man bringt es auch in eine Zentrifuge. Und auf der einen Seite erhält man eine Fraktion, die angereichert ist, die man dann für Kernbrennstoffe verwenden kann. Und auf der anderen Seite hat man das abgereicherte Uran. Das heißt, das abgereicherte Uran ist ein Abfallprodukt. Und es gibt sehr intensive Überlegungen, wie man die inzwischen sehr großen Bestände an abgereichertem Uran, die auf der Welt vorhanden sind, das sind in der Größenordnung von 1 Million Tonnen und werden täglich mehr, wie man dieses Uran sozusagen wieder entsorgen kann.